Ich folge keine Nachrichten, nichts. Ich kenne nichts von den Regeln. Ich scheiß drauf, ist mir scheißegal. Masken ziehe ich ja sowieso an, ja. Und wir tragen sowieso unsere scheiß Masken. Aber voilà. Und hier fällt noch alles rein. Da, der größte Show war für mich, meine Meinung, von Trump. Trump heißt ja auch Tromper Französisch. Fälschen oder wie das heißt. Täuschen. Täuschen. Ja, du, für mich, ich schätze mal, das ist auch richtig Tropé, wie sagt man das auf Deutsch? Keine Ahnung. Tropé, fälschen, ja. Verarschen, kann auch so gut sein. Und das ist, passt gut mit dem. Dann nimmt ein Medikament, da ist Iroquell dafür, das Scheißding, weil es doch scheißegal, Iroquell, weil das ja billig ist und so. Anscheinend klappt das, keine Ahnung da. Aber Bayer, Schäfer, die alle mal, die brauchen Geld da, die wollen, nein, das geht nicht. Und es ist so verboten. Die Apotheke, besonders in Frankreich, glaube ich, darf man dieses Medikament da nicht holen. Und Trump war ja sowieso sicher. Ein Pillchen, sagte der damals, ist kein Problem pro Tag. Ne? Und trotzdem hat er die Scheiße dann bekommen. Und ist auch so schnell geheilt, obwohl zu viel krepiert oder in Kurva liegt. Ja. Es gibt einen. Der Vizepräsident, der hätte sofort nach 5 Minuten, sobald er im Krankenhaus war, ja, als Präsident kommen, da, der müsste noch im Krankenhaus liegen, so, wenn ihr das wirklich alles glaubt, so, dass das so schnelle Heilmittel gibt, für den, die reichen, ja. Aber ob der das hatte, für mich ist das ein Mise-en-Scène, also. Och, der Arme, oh, den Namen, das, der hat es trotzdem bekommen, ja, ja. Wovon ist er denn jetzt besser und so? Wieso ist er denn noch an der Macht? Der wäre ja nicht fähig, an der Macht zu sein. Ich folge ja nicht, ich lese ab und zu so ein paar Titel und so, aber. Alle, das ist die größte Komödie aller Zeiten und alles, die Politik. Das Volk ist die Macht, nicht die Politik, ey. Also, erwacht haben wir alle zusammen. Kein Krieg machen, nix. Ist egal, welche Farbe, wir sind alle gleich. Aber wieso lasst ihr euch, oder wir, ja, wir auch, alles gefallen? Zieht Masken an, ihr zieht die an. Selber schuld, wenn das wieder jetzt zurückkommt, weil dann dachte ich, nichts mehr da, alle mal auf ohne Maske. Nee, ich bin für Masken für Hygiene, weil manchmal Spuggy, Spustione oder so, ja, okay, für Hygiene, aber ist okay. Aber was steckt alles dahinter? Da denkt ja keiner dran. Wir machen die Zombies, ja, wir machen es, ja, Meister. Alle, sind wir Gegenstände von jemand, besitzen die uns, ja, ich war immer dagegen. Wir gehören die Erde. Die Erde gehört uns nicht. Wir gehören die Erde, Mutter Erde. Und wenn sie sich einmal rächt, wir Menschen sind daneben nichts. Also respektiert die Natur, die Menschen, die Tiere und das alles und nicht in Maßen als nehmen, 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 aber nichts zurückgeben. Und dann die armen Menschen. Wir müssen, Jagdsaison ist da, weil es darf nicht so viele Hirschen da sein oder so. Aber Menschenjagd gibt es nicht, weil es so viele Menschen da gibt. Ne. Aber man gibt dann Krankheit und so. Voilà. So. Hm. Die machen das. Die Elite macht das sowieso, was Hitler damals gemacht hat. Er hat das vielleicht noch legaler gemacht, weil der das direkt so gezeigt hat. Vielleicht, eine Meinung, keine Kritik so. Aber hier ist es 1000-mal schlimmer. Das ist der größte Genozid aller Zeiten. Ja. Ich habe nicht gegen Juden, vielleicht sind welche Juden, aber die Falschen da, die sind auch der Macht da, wie die Rockefeller, Rothschild und so. Die gucken nur das Money, Money. Ihr bezahlt alles. Okay, man lebt, man arbeitet, man bezahlt alles. Man spart ein bisschen oder so. Der Staat kriegt das sowieso, das Geld. Warum? Mit das Ersparnisse. Für die meisten gehen dann in Urlaub, ist für Urlaub und so. Wenn es kein Geld mehr, der Staat hat das Geld wieder bekommen. Also ist alles umsonst. Meine Meinung, also keine Ahnung.
Sollte das nun mal eine freie Meinung ist, weil in Amerika ist ja freie Presse, freie Meinung ist da. Da kann man sagen, alles was man will. In Europa auch. In Europa auch. Es ist limitiert, wa? Also es ist nicht so wie in Amerika, wo du sagst, was du willst hier. Man sagt ja so. Es ist eine Scheinfreiheit, was man sagen will. Dabei weiß YouTube blockiert, vielleicht werde ich auch blockiert, keine Ahnung, weil ich was sage. Ich habe nichts Böses gesagt, also nur eine Meinung. Aber voilà. Jeder macht, was er will. Aber versucht mal eine Erleuchtung zu kriegen. Ich sag nicht, was ich da. Nicht, das ist eine Lampe, das ist keine Erleuchtung. Ne? Ja. Aber denkt mal positiv, macht was. Wenn man was gibt, kriegt man das auch zurück. Wenn man positiv gibt, kriegt man auch positiv zurück. Wenn man Negatives gibt, kriegt man Negatives zurück. Es muss ein Gleichgewicht sein. Yin und Yang ist das bessere Symbol, was alles zusammenkommt. Feuer, Wasser, alles so mischt sich. Ein Gleichgewicht. Aber was waren wir Menschen? Die Seite unterdrücken und dann wird alles zusammenkrachen. Dann liegen wir alle in die Scheiße. Und dann ist es zu spät. Weil keiner überlegt hatte, warum, weshalb, warum. Ja, ich überhole mich, aber was können wir tun? In Peace-Manieren, so relax, in Peace, oh, ohne Krieg oder sowas, ohne Rebellion, das wollen die ja. Ich will ja nur sagen, jetzt wollen sie dasselbe machen wie mit dem Floyd in Amerika und so, hier oder da, bis einer vom Volk oder ein Bulle stirbt oder einer vom Volk und dann ist die große Rebellion und dann sind die froh, dann können die das neue System Weltherrschaft machen. Meine Meinung, so ist das meine Sicht und ich bin fast 80% sicher, dass das nicht so ist. Und wenn ihr da reinfällt, na, überlegt, bevor ihr reagiert. Weil es gibt immer Konsequenzen für jede Aktion. Also limitieren wir uns an das Minimale, aber an das, was man gut denkt zu machen. Okay, ich meine was Gutes in einem Moment Zen, wir bleiben cool. Eine Protestation, keine Rebellion, ne? Eine Protestation, ob man darf oder nicht. Man kann sich doch versammeln oder nicht, aber ich halte euch an die Regeln. Es bringt nichts, die Maske für die blöde Krankheit, es geht doch durch die Augen oder so. Das ist doch schwer. Und die anderen wollen einen Stark Vader mit dem Visier machen. Ach, nee. Ich mische jetzt alles wieder drin, aber es ist zu viel. Ich kann das nicht in Worte erklären. Dann halte ich lieber den Mund und lasse euch überlegen. Hier sind noch ein paar Wörter da in einem Text. Ich sage Wörter und ich lasse Stichwörter und ihr guckt, was ihr damit macht. Okay. Voilà. Aber wenn ihr weiter so schläft durch den scheiß Fluor, was in Zahnpasta für weiße Zähne, aber es schläft eurem Gehirn ein. Den Hypothalamus und das alles. Ja. Zu viel Fluor. Guckt, nehmt kein Fluor mehr. Erwacht alle mal. Aber von Sklavereien merkt keiner was von. Nur die schon tot sind, haben das gemerkt. Und die Stars wie Jim Morrison und alles. Tja, und vergiss nicht, eine Maske ist eine Erdrückung für jemand. Wir sind erdrückt für etwas, was ankommt. Ein Antichrist oder ist egal was. Man versteckt sich hinter einer Maske. Die Krankheit, das ist nur eine Tarnung alles. Ja. Aber die wissen sowieso alles über uns. Jetzt im Moment wissen sie ja auch, was wir machen. Nur mit den blöden Apps und das alles. Man liest ja nie, was da steht, was man akzeptiert. Alles nur Täuschung. Ja, könnte man machen. Die wissen alles. Die wissen auch, was auf dein Konto ist und das alles. Also, voilà. Die Reichen haben viel zu verlieren. Ich meine, die reichen Völker so, weil die große Elite der Welt, die Macht über die Macht, gibt es auch, aber die dürfen nicht gewinnen.
Und leider sind viele Juden, Monarchen, Amerika. Tja, meine Meinung. Und, nein. Das geht nicht. Ich will nur ein paar Tipps geben. Nur Wörter. Ihr macht, was ihr mit da wollt, aber könnte heiße Spuren sein. Ist nur eine Idee, was mir so durch den Kopf gekommen ist, dass ich mal aufgeschrieben habe. Also ich fange mal an. Ist egal. Für Erwachung. Nennt man Vatikan. Subnister. Elite. Whistleblower. 15 Kapitel des geheimen Wissens. 19 Grad Lehre. 19,5 Grad, 18 Grad, 20 Grad, also Breitengrad. Zeittunnel, Kraftpunkte, Leitlinien, Teilchenbeschleuniger, Zeitreisender, Shapestops, Wesen aus einer feinstofflichen Ebene, wie Dämonen, Djinn oder so. Ne? Untersberg, Stone Age, Echelon. Ihr müsst selbst suchen, was das ist alles. Ja? Unterirdische Halle unter dem Sphinx. Goldtafeln, Kristallschädel, Antarktis, Secret Book. Tja. Perry Reis könnte man ja auch sagen. Atlantis, okay, oder Mu. Ja, freie Energie, Kraft des Geistes, Hyperraum, Yogis. Im Königswinter der Drachensberg, Stone Age, in England, ja. Schaffhausen in der Schweiz, Bujekaldar in Rumänien, sehr interessant. Den Heers Rock in Australien, Black Goo habe ich gesagt, ja, Harp, alles wollte ich nur mal sagen. Guckt mal, was das alles heißt, vielleicht. Schöne Tipps, ja. Elite besonders. Subnister war jetzt interessant. Naja, guckt alles mal.